Hallo Christian, herzlich willkommen bei Phantoms Inside. Danke schon mal für deine Zeit. Hallo Michael, danke, dass ich gefragt wurde. 2019 hast du mit der U19 im Junior Bowl gestanden. Danach sind viele Starter altersbedingt ins GFL 2-Team der Phantoms gewechselt. Und du musstest das Ganze natürlich kompensieren. Wie konntest du das schaffen, weil es waren ja doch recht viele Jungs? Zum größten Teil, und da können wir stolz sein, auf die Jugendarbeit der Phantoms durch Spieler der U16. Der 2003er Jahrgang ist sehr kompakt dabei geblieben, da hatten wir relativ wenig Abgänger nach der U16-Saison, die haben wir auch ganz gut ins Team integrieren können und die ersten haben jetzt beim Testspiel auch schon als Starter auf dem Feld gestanden und machen jedes Training einen Schritt mehr. Was hat dir vor kurzem das Testspiel gegen die Crusaders genau an Erkenntnissen gebracht? Dass wir sehr weit sind und eigentlich die Saison sofort starten könnte, auf der anderen Seite aber auch, dass wir an kleinen Stellschrauben noch drehen müssen, um noch ein bisschen sicherer zu werden. Da stammte einmal die Zuordnung zum Gegenspieler nicht ganz, sowohl offensiv wie defensiv. Aber ansonsten hat das Training, wie wir es seit Ende Mai machen, uns da schon ganz gut weitergebracht. Wie sieht es mit den ehemaligen Backups aus, die 2020 jetzt plötzlich die Verantwortung übernehmen müssen? Man sieht, wer möchte oder wer will und unbedingt den Willen hat, Football zu spielen und auch Verantwortung zu übernehmen. Und man sieht bei dem einen oder anderen auch, dass er das noch nicht möchte oder noch nicht reif für dazu ist. Und beides muss man abwägen und gucken, wen nimmt man. Und beides muss man fördern. Und da finden wir, glaube ich, eine relativ gute Mischung. Und damit können wir auch diesen Schritt für Jungs machen, die letztes Jahr schon gut waren, dass sie dieses Jahr noch besser sind. Um das Testspiel gegen die Crusaders überhaupt durchführen zu können, mussten die Phantoms ein umfangreiches Hygiene- und Schutzkonzept bei der Stadt einreichen, das dann auch tatsächlich erfolgreich war. Wir durften ja spielen. Warst du zufrieden mit diesem Konzept? Ja, also unser Testspiel war ein Testspiel in zwei Sachen. Einmal die sportliche Leistung der U19 und zum anderen, wie geht in einer Corona-Pandemie und unter Corona-Bedingungen Football vor Zuschauern. Und das, was wir ausgearbeitet haben, war so gut, dass es das Gesundheitsamt überzeugt hat. Die Durchführung war so gut, dass wir nur positives Feedback am Ende erhalten haben von den Zuschauern. Vielleicht gibt es noch die ein oder andere Stellschraube mit Wegführung und wie viele Leute dürfen gleichzeitig auf die Toilette gehen. Aber daran können wir arbeiten und ich bin frohen Mutes, dass wir auch die anderen Spiele dieses Jahr in Wiesbaden mit Zuschauern unter einem Hygienekonzept spielen dürfen. Dann vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Informationen und die Einblicke und viel Erfolg für deine Mannschaft. Danke für das Interview.